Schwangere GZSZ-Maren, ist er wirklich der Babypapa? Ihr Babyglück wird von der ungeklärten Vaterschaft überschattet. Erst vor wenigen Wochen erfuhr GZSZ-Serienfigur Maren, Evamona Rodekirchen, 41, dass sie ein Kind erwartet. Ihre Freude darüber hielt sich zunächst in Grenzen, denn die Schwangerschaft war nicht nur ungeplant, sondern könnte auch eine Folge ihres Seitensprungs mit Leon, Daniel Felo, 43, sein. Durch einen Vaterschaftstest erfährt die werdende Mama jetzt endlich, ob ihr Partner Alexander, Clemens Löhr, 50, oder ihr ohne Neidstand der Papa ihres ungeborenen Babys ist. Achtung, Spoiler! Ein neuer RTL-Dreier zeigt, wie Maren den Umschlag mit den Testergebnissen öffnet. Beim Lesen bricht sie sofort in Tränen aus, doch wohl eher ein Indiz dafür, dass das Kind nicht von ihrem Freund Alexander ist. Auch die Vorschau auf die kommenden Folgen unterstützt diese Theorie, denn sowohl Leon und seine Frau Sophie, Lea Malenwittag, 31, als auch Maren und Alexander gehen zukünftig getrennte Wege. Ob die Betrogenen ihren Partnern den Seitensprung, der durch Leons mutmaßliche Vaterschaft enthüllt wird, einfach nicht verzeihen können, oder ist vielleicht ein Kind, das immer daran erinnert, zu viel für sie? Fans der Serie können sich auch schon auf weitere Dramen einstellen. Am kommenden Dienstag läuft ein großes Mallorca-Spezial in Spielfilmlänge. Der dazugehörige Dreier verspricht viel Spannung und Aktion, sogar ein Schuss soll fallen.